Moin Moin, wir machen heute wieder was Feines. Und zwar machen wir heute mal einen Pulled Flank und das Ganze in Tortilla Wrap. Ja, das ist mal was anderes als Pulled Pork. Ein Flank Steak ist ja vom Rind. Ich habe hier mal ganz zufällig eins da. So ein schöner Lappen ist eigentlich mein Lieblingssteak. Das Ganze ist sehr mager, von daher können wir es nicht einfach wie ein Pulled Pork zubereiten, sondern wir bereiten es im Dutch Oven zu. Ja, was wir dazu alles brauchen, zeige ich euch jetzt erstmal. So ja, hier haben wir unsere Zutaten schon mal aufgelistet oder aufgereiht. Wir brauchen natürlich als erstes unser Flanksteak. Dann haben wir hier einen Esslöffel Rosmarin, einen Esslöffel Thymian, etwas Salz, etwas Pfeffer, ungefähr, ja, ich sag mal so 1,5 bis 2 Teelöffel Salz reichen da. Hier haben wir etwas Rinderfond, etwas von meinen selbstgemachten Chilis, die getrocknet sind. Dann nehmen wir ein Corona-Bier dazu, für ein bisschen Geschmack. Pizzatomaten werden die genannt, sind einfach nur stückige Tomaten, also jetzt ungewürzt. Passierte Tomaten haben wir, dann haben wir noch eine Paprika, eine große Zwiebel und etwas Knoblauch. Den ganzen Knoblauch braucht man natürlich nicht, da nehmen wir uns gleich ein paar Zehen von ab. Ja, hier haben wir dann schon mal unsere weiteren Zutaten, die wir nachher dann für den Wrap brauchen. Unter anderem eine Gurke, noch eine Paprika, eine Limette, etwas Crème fraîche, ein Eisbergsalat und ein paar Wraps. Und das hier ist eine Sriracha-Mayonnaise. Die ist richtig, richtig geil, hat Dampf und schmeckt total lecker. Ja, die nehmen wir dann nachher auch noch natürlich dazu. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Und zwar mit dem Gemüse kleinschneiden, beziehungsweise mit dem Angrillen von dem Flank, sobald der Grill heiß ist. Als erstes fangen wir jetzt erstmal an mit dem Steak. Das salzen wir schon mal. Dann kann das Salz ein bisschen einziehen. Die anderen Gewürze kommen erst nachher dran, weil die sonst beim Grillen bitter werden würden, so wie Pfeffer zum Beispiel. Darum erstmal schön ordentlich salzen. Ja, und jetzt gehen wir das Steak erstmal direkt auf den Grill und grillen es von beiden Seiten ungefähr 2 Minuten an. Wir brauchen es nicht drehen zwischendurch, wir brauchen kein schönes Grillstreifen, keine schönen Grillstreifen, weil es nachher eh noch gepult wird, zerzupft wird. Das restliche Gemüse habe ich schon mal klein gemacht. So, und zwar habe ich es klein gewürfelt. Die Zwiebeln, die Paprika, den Knoblauch, das sind nur 2 Zehen, aber die sind sehr, sehr groß gewesen, die Zehen. Von daher nicht zu viel, aber das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Ja, dann gehen wir mal rüber zu unserem Dutch Oven, den ich jetzt schon mal vorgeheizt habe und geben da unsere Zutaten nach und nach einfach rein. Mal einfach mit dem, na, wir fangen mit dem Bier an. Ich habe schon mal genascht. Den Rinderfond. Ja, letzten Schluck können wir auch nehmen. Hier haben wir die stückigen Tomaten. Hier haben wir etwas von den passierten Tomaten. Da brauchen wir nicht alles. Vielleicht die Hälfte. Dann geben wir uns das Steak hinein. Ihr könnt es einmal kurz noch so ein bisschen wenden. Nicht wenden, so ein bisschen vermischen das Ganze. Das Ganze sollte bedeckt sein auf jeden Fall. Hier haben wir unsere Gewürze. Auch einfach bunte rein. Und das Gemüse direkt hinterher. Das sollte einen schönen Sud geben. So, wir achten jetzt darauf, dass das Ganze ein bisschen verrührt ist. Dass überall ein bisschen was von jedem ist. Und dann geben wir auch schon den Deckel drauf und lassen das Ganze schön ziehen. Und zwar 3 Stunden lang. Deckel. Dann haben wir noch, also Kohlen habe ich unten, Briketts habe ich unten drunter gepackt. So, ja, ich glaube, es sind so 7, 8 Stück. Es sollte nicht zu viel sein. Es soll nur ein bisschen köcheln. Darum oben auch nur ein bisschen, damit ein bisschen Hitze insgesamt rundherum kommt. So reicht das auf jeden Fall. Wie gesagt, bei 3 Stunden kann es gut sein, dass wir die Kohlen nochmal austauschen müssen, beziehungsweise nochmal nachlegen müssen. Aber auch das sehen wir. Ja, und wenn man zu blöd ist, dann vergisst man das Chili oder den Chili. Deshalb machen wir den Deckel kurz an der Seite und etwas Chili noch mit rein. Je nach Geschmack habe ich jetzt hier einen knappen Teelöffel drin. Sollte reichen, ansonsten legen wir nachher nochmal nach. So, ja, nach genau 3 Stunden schauen wir uns das Ganze mal an. Es duftet die ganze Zeit schon unglaublich geil.
Ja, es köchelt noch. Das sieht super aus. Oh. So, mal einen kleinen Test machen. Ja, es ist sehr schön weich geworden. Jetzt versuchen wir mal, das Steak hier rauszukriegen. Das fällt so schon auseinander. So, da haben wir noch ein Stück. Und hier haben wir schön was von dem Sud. Den brauchen wir nachher natürlich auch noch. So, hier haben wir jetzt unser schönes Flank drin. Salate und Paprika und Gurke habe ich übrigens gerade schon mal klein geschnippelt. Und jetzt ziehen wir das hier mal auseinander. Es geht super leicht und es duftet unglaublich lecker. Ihr seht, das Fleisch ist schön langfaserig. Und da geben wir jetzt noch ein bisschen was von dem Sud mit rein und vermischen das Ganze nochmal. So, da haben wir ein bisschen was drüber gemacht. So ist das Ganze jetzt fertig, quasi erstmal. Jetzt nehmen wir uns die Tortillas und die legen wir jetzt einfach für ein paar Sekunden auf den Grill, sodass sie weich werden und warm. So, da sind sie. Jetzt nehmen wir uns das Crème Fraîche, verteilen es einfach mal so in der Mitte. So, am besten lassen wir unten noch ein bisschen was frei, das knicken wir dann auch wieder hoch. Es wird ja gefaltet, das Ganze. Jetzt geben wir etwas Salat drauf. Auch da wieder unten was freilassen. Etwas Paprika, Gurke, ganz wichtig. Und jetzt das Allerwichtigste, das Fleisch. Ganz zum Schluss werden wir noch etwas von der Limette drüber träufeln. Und wir geben noch etwas von der Sriracha Mayo drüber. Die hat nämlich einen super Geschmack. Ein bisschen scharf, aber sehr lecker. So, zusammenfalten, fertig. Sofern ich das noch gefaltet bekomme. Es geht noch. Nicht ganz gut, aber es geht. Ja, doch, zum Essen ist eigentlich super so. So, dann probieren wir mal. Es sieht total lecker aus. Es riecht unglaublich lecker. Super. Ja, mal wieder total zugesaut. Es ist richtig lecker. Richtig, richtig geil. Es hat eine schöne Schärfe. Durch das ganze Eingekochte mit dem Flank, das schmeckt richtig lecker, richtig geil. Ein bisschen Knackiges dabei durch das frische Gemüse. Einfach nur geil. Richtig, richtig geil. Nicht ganz einfach zu essen. Aber super lecker. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ist nämlich wirklich absoluter Tipp. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Gebt mir einen Daumen hoch. Ein freundlicher Kommentar wäre auch super. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.